Dieser blöde Schneesturm. Ich gar mir auf jeden Fall das Reh jetzt. Und dann werde ich hier erstmal alles zwischenlagern und das ganze Haus auseinandernehmen. So. Dann werde ich noch ein bisschen Wasser kochen, das was wir übrig haben. Vielleicht haue ich auch noch mal ein bisschen Altholz rein. Und dann schlafe ich erstmal ein paar Stunden. Das könnte schon für ein Liter könnte es reichen. Ja, gut so. Es kocht ganz schön schnell, das Wasser, oder? Den Rest koche ich auch noch. Dann esse ich das Reh und schlafe ein, zwei Stunden. Nee, das wird nicht reichen, ein paar Stunden mehr vielleicht. So, das kleine bisschen können wir noch nutzen. Oh, Glut hat immer noch eine gute Heizleistung. Oh, das geht saugut. Sehen, was noch aus der Glut rauszuholen ist. Okay, jetzt ist die Glut alle. Das hole ich mir alles später. Ich gehe erstmal in das luxuriöse Bett hier. So viel Zeug, was ich jetzt anders nutzen könnte eigentlich. Das sollte ich nicht trinken. Das muss ich trinken. Jetzt geht's uns schon richtig schlecht. So, 7 Stunden. Ich muss ja dann bloß rüberlaufen. Dann ist alles wieder in Butter. Und dann laden wir auch erstmal ab und schauen mal, was das ganze Zeug, was wir bisher haben, an Lebensmitteln bringt. Also an Tagen Lebensmittel. 100%. Wie lange muss ich noch überleben? 16 Stunden. Das könnten wir tatsächlich ganz gut hinkriegen, wenn wir jetzt hier drin bleiben eine Zeit lang. Ich habe nur gehofft, dass wir wenigstens hier vor wilden Tieren sicher sind, aber wie üblich nicht. Das hat mich immer so an der Quonset-Gar-Station genervt, dass du nie Schutz hast, richtig. Du musst immer damit rechnen, dass trotzdem so ein blödes Vieh kommt. So, jetzt bleiben wir ganz cool. Ich hatte es auch schon mal, dass ich gerade, wo ich gedrückt habe, angefallen wurde. Dann habe ich einen kleinen Schaden gekriegt und war dann aber trotzdem drin. Ich würde auch gerne die Dinger hier. Also diesen einen Spind. Na? Nicht abstürzen. Warum hängt denn der heute so? Mein Rechner ist heute auch sehr, sehr langsam und ich weiß nicht, warum. Na komm. Ich habe nur einen Spind geöffnet. Hängt das mit meinem Update gerade zusammen? Oh nö. Komm. Ah, okay. Danke. So, was brauche ich denn gerade nicht? Die sollte ich vielleicht dann nehmen? Ja, ja, das kann weg. Oh, ich hatte noch gar keine. Gar kein Jagdmesser. Gut, dass ich das hab. Lampenöl brauchte ich, glaube ich, noch hier. Genau. Ach, weißt du was? Das kann ich ja später noch machen. Das kann ich hier rüberlagern. So, das wird alles umgelagert. Davon brauchte ich doch auch 12 Streichhölzer. Ich glaube, die waren besser als die Kartonstreichhölzer, aber ist ja auch egal. Gemein, dass die Quonset-Gasstation diesmal vollkommen leer ist. So. Das Zeug muss durch. Garen.
Also durchtrocknen. So. Essen. Das waren die Lackpolling-Tees. Ich guck mal, wie es jetzt um uns steht. So, Spilehammer, die Laternehammer. Lampenöl. Ach, das zählt alles, das ist gut. Streichhölzer 25, okay. 13 Streichhölzer noch rein. Vielleicht mache ich es mal anders. Vielleicht nehme ich die Streichhölzer wieder raus. Ich wollte eigentlich das. Dann hau ich lieber die Kartonstreichhölzer hier rein. 20, davon jetzt noch 5. So. So, Zunder 25. Altholz haben wir schon fast alles. Ach, Weichholz oder Hartholz ist vollkommen egal. 0,4 Tage Essen erst, das ist aber schlicht. Vielleicht wird auch das Essen die Herausforderung. Zunder kann ich jetzt schnell herstellen. Kann alles dann hier bleiben. Vielleicht soll ich auch einfach alles herschmeißen und dann rüberlaufen. Warum macht die das so kaputt? So. Ich gehe erst. Warte mal, zählen Rohkolben eigentlich auch als Zunde? Ach, ist ja auch egal. Ich gehe wieder rüber. Und räum die Bude aus. Also es kommt ein Wolf. Hey, gibt's ja auch noch ein Mini-Haus? Ach nee, das hat zwei Eingänge. Vermute ich mal. Dann zerlegen wir hier mal die Bude. Oh, einen Toaster kann man jetzt auch zerlegen. Bügelsäge. Mikrowelle geht auch. Ach, da ist Zeug, da kann... Ah, okay. War das früher auch schon? Wie toll. So. Tisch. Ich sollte gleich was trinken. Trinken müssen wir. Ich finde schön, dass man alles zerstören kann. Kann man ordentlich Platz machen. Ich sehe zwar kaum was, ein Kissen. Ach, ein Messer haben wir jetzt auch. Wunderbar. Kann ich ja auch ein paar Verbände machen, oder? Ja, das passiert schon mal, wenn man nichts zu essen hat. Das passiert tatsächlich, im Grunde. So, die Verbände bringe ich dann noch nach Hause. Ich guck da mal, wie viel Altholz ich noch brauche. Einmal noch. Toll, jetzt haben wir auch noch einen Schneesturm. Vielleicht mache ich noch einmal Verband. Ach, kann ich gar nicht. So, wir brauchen 12 mal Altholz, das haben wir jetzt auch. Es ist natürlich bescheuert, dass ich keine Laterne dabei habe, aber ehrlich gesagt, die brauche ich nicht unbedingt. Das geht auch so irgendwie, da war gerade irgendwas. Den zerlegen wir jetzt auch noch schnell.
Schade, ich dachte, da kommt ein Kissen raus oder so. Ach mein Gott, 1:30 Stunden für den Tisch. Was soll's? Trink mal erstmal einen Schluck. Und danach muss ich neues Wasser machen. Ich muss mich bloß mal wieder zurechtfinden. Hier sind wir irgendwo im Wohnzimmer. Da ist eine Bank, das heißt, hier muss der... Ah, ich bin gut. Manchmal. So, 60%. Nehmen wir lieber das. Dann schlafe ich einfach hier, mache ich ein bisschen Wasser. So 5, 6 Liter. Guck schnell in die Küche oder so, was es da noch zu essen gibt. Das habe ich auch gesehen. Die Rohrkolben sollte ich vielleicht auch mal dann drüben reinschmeißen. Die zählen bestimmt auch als Zunder. Ich glaube nicht, dass man unbedingt wirklich Zunder braucht. Und das ist jetzt auch kein Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Hau ich einfach so 20 Stück rein. Die Dinger wiegen ja auch einiges. Nahrung wird ein Problem. Ich muss wahrscheinlich ein paar Patronen mehr haben und vielleicht einen Wolf erschießen. Oder einen Bären. Ein Bär wäre wahrscheinlich auch besser. Weil die geben ordentlich Fleisch. Aber hier gibt's auch viele Häuser. Das heißt, ich könnte ja auch eine Menge an Essen finden. Ich hau mal noch zwei rein. Es fehlt ja eigentlich auch bloß noch primär an Stöcken. Machen wir mal 4 Liter. Ein bisschen was davon kann ich ja dann drüben lassen. Das Wasser kann ich aber eigentlich auch zum Schluss dann herstellen, wenn ich ehrlich bin. Weil, naja. Darauf kommt es ja wirklich nicht mehr an. So, 4 Liter, ob das reicht. Ja, die Zeit müsste reichen. Schade, ich kann hier nicht drauf schlafen. Die Stoff. Ich glaube, ich bin besser bedient, wenn ich hier schlafe erstmal. Oder wenn ich die Küche ausräume. Da ist das Bett. Ah, es wird hell. Räumen wir doch erstmal da aus, wo noch verderbliche Sachen drin sein können. Kühlschrank, Gefrierschrank vor allem. Was sage ich? Ich habe auch immer schimmeliges Reh bei mir drin. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich überhaupt hier Fleisch habe. Bei mir zu Hause. Jetzt erstmal. Wie oft stehe ich früh auf und denke mir, oh, jetzt ein Stück schimmliches Reh. Das wäre so geil. Schimmliges Reh ist ein Grundnahrungsmittel, wie wir alle wissen. Wir sind überladen. Aber wahrscheinlich auch, weil wir so müde sind. Frisches Reh. Ich würde sagen, ich räume jetzt erstmal die Bude hier aus. Und Verband, ja. Ich sollte nicht alles zu Verbänden machen vielleicht. Und ich sollte auch immer welche bei mir haben, weil ich kann dann in einer Notsituation nicht erstmal Verband machen. Das geht nicht. Ob man in Alaska wirklich Rasserreinigungstabletten dabei hat? Kann ich die Kalender eigentlich kaputt machen? Nee, geht immer noch nicht. Oh. Ach komm, ich brauche viel Essen. Eine Brechstange würde ich mir auch freuen. Abgestandene Kondensmilch, ja. Kräutertee ist gut. Kräutertee kann man eine Menge Zeit sparen. Damit macht man Dosen auch wach, wirklich. Unten ist doch noch was. Dosen für sicher? Nee. Wieso haben wir nichts zu essen? Es gefällt mir nicht, dass ihre Häuser so leer sind.
Es gefällt mir auch nicht, dass ich hier gegen die Wand laufe.